So, meine Freunde, wir wollen jetzt zusehen, dass wir mal wieder ein Game gewinnen. Ja? Wir haben endlich mal wieder Talon gekriegt. Ich krieg nie Midlane. Jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft. Ich krieg immer nur, ich weiß nicht, jeder will Midlane spielen. Ich krieg immer nur Jungle, Toplane, was auch immer. Talon mit dem geilen Chromo. Der sieht einfach wirklich geil aus, ne? Wirklich geil. Wir sind wieder auf dem Main umgeswitcht. Wir spielen gegen Kaktus. Gegen Kaktus zu spielen ist. Eigentlich hat Kaktus eine richtig schlechte Laning Phase, so, ne? Aber. Also er ist okay, Kirsche, Erdbeere. Also von der Erdbeere schmeckt man eigentlich fast gar nichts. Aber. Ja, also eigentlich hat er eine schlechte Laning Phase, aber boah, die haben halt Nunu, ey. Deren Team ist so halb geil. So Akali, Nunu. Nunu kann krass sein oder useless. So, eins von beiden. Ja, wir fokussieren uns einfach auf unser Game, ja? Wir gucken, dass wir irgendwie jetzt mal den Kaktus auseinandernehmen. Das ist unser Ziel. Er hat Teleport mit, er hat also kein Ghost oder Barrier oder Heal oder irgendein Räudenzeugs. Ne? Das ist schon mal nicht ganz schlecht. Hier, nimm das. Oh, das zweite hat nicht getroffen. Wirklich nicht? Wirklich nicht? Das Gute ist, ich habe ja diese Movement Speed Rune mit. Das heißt, wir haben so ein bisschen. Ja, mit 353 Movement Speed lässt sich das schon ganz gut dodgen. Ne? Hier, diese Kugeln. Ist natürlich auch nicht schlecht so für mehr Movement Speed. In der Lane zum Dodgen von Steel Shots. Den nehmen wir noch mit. Müssen halt echt gucken, dass ich. Das Nunu, es kann übel krass sein, dass der Counter jungelt und deswegen muss ich immer on fire sein. Falls was passiert. Frage ist, können wir den Typen töten? Er hat ein Stundenglas, beziehungsweise eine Stopwatch. Nunu ist meistens so ein Jungler, der kommt vorbei und du stirbst zwar nicht, wenn er gankt, aber der fuckt dich übel ab schon beim Anblick, wenn er über die Lane läuft. Und du verlierst einfach wahrscheinlich übel viel Life. Ja. Das ist Nunu. Grundsätzlich. Er benutzt die ganze Zeit Qs und trotzdem pusht er nicht. Wie kann das sein? Er Qt hier die ganze Zeit alles durch. Gut, dann nimmst du nur zum Last hin, ne? Aber so ein bisschen pusht er jetzt. Das ist gut, weil ich. Okay, Nunu ist oben. Ich hoffe, ich glaube, oben, der ist tot. Wobei, ja, ich glaube, er ist tot. Der ist tot. Primo Sangue. So, wenn er jetzt nämlich ein bisschen gepusht hat, haben wir mehr Möglichkeiten, auf ihn drauf zu gehen. Siehst du, jetzt wird nämlich hier schon der Jarvan instant geflamed. Der wird ja vorhin das Game. Ich hätte auch instant flamen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich nicht so einer bin, ne? Aber holy shit, ne? Der Sugar legt jetzt direkt los hier. So, wie können wir hier was machen? Wie können wir hier was machen? Wenn er hier den hier haben will, vielleicht. Obwohl, ne. Den, ja, naja, den. Immer dann, wenn ich gerade mich preparen will, dann macht er das. Alter Junge! Junge! Ist aber auch ein bisschen Kernreuden hier. Ein bisschen Kernreuden. Wir warten einfach auf Jarvan. Also, ich muss ihn schon irgendwie abfacken, aber so richtig. Habe ich den noch nicht hier, denn. Geht der shoppen? Ne. Wir gehen jetzt nach hier oben, sodass das eher so ein bisschen nach unten geht. Seht ihr das? Und jetzt kann Jarvan ihn nämlich ganken. So ein bisschen, potenziell. Wenn er jetzt kommt. Ja? Da haben wir schon mal den Flash bekommen. Das ist doch schon mal cool. Das ist not bad. Das ist not bad. Zack. Jetzt müssen wir nur noch auf ihn draufkommen. Was eigentlich gar nicht so. Ich mach's mir schwerer, als es ist. Oder er kommt nochmal. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wir gehen schön weit nach hinten. So weiter wie nach hinten gehen. Umso weiter kommt nämlich. Okay, jetzt bin ich ein bisschen sehr weit hinten gewesen, leider. Aber ist okay. Later, 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 later. Gut, Job schreiben wir da. Ich war sehr weit hinten. Aber je weiter ich nach hinten gehe, umso weiter kommt Kaktus nach vorne. Weil er natürlich denkt, yo, der steht hinten in Afrika. Kann ich ruhig nach Südostasienesen rübergehen? Na, das war. Deswegen ist Kaktus auch eigentlich ein Opfer. Also er ist wirklich ein Opfer. Also in der Lane zumindest. Bis zu einem gewissen Punkt. Leider ist unser Shogat auch ein Opfer. Leider. Wir gehen jetzt mal, wir pushen einmal durch, dann gehen wir shoppen. Okay. Ja, ist dieser Shogat übel am Flame, ne? Übel am Flame. He did fine at mid. Ja, unterstützen wir den Boy mal ein bisschen hier. Ein bisschen den Boy unterstützen. So, ich bin natürlich Flask Main. Deswegen kommt ja auch noch ein Flask dabei. Zack, und let's go. Und dann Control Ward. Wir wollen ja auch Games gewinnen. Ne? Ich meine, ja. Es ist halt schon, das ist genau das, genau eins zu eins, was ich gerade gesagt habe, ne?
würde ich eine andere Situation haben, die ich vorhin hatte, der würde instant tilten, AFK gehen. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ein Game gespielt, wurde mit Level 4 gegankt. Ich habe leider, wollte Ward und dann stand Warwick drin, bin gestorben. Dann wurde ich instant nochmal gegankt und mein Turm wurde kaputt gemacht. Ich stand 0-2, der Turm war in der zweiten Minute gefühlt kaputt. Ja, und ich habe aber nicht getiltet, gechillt, alles cool gewesen. Ne? Und genau, da habe ich gesagt, wenn diese Situation jemand anderes erleben würde, der würde instant ragen, so wie er hier. Ne? Er schreibt jetzt Ape, was so viel bedeutet wie Schwein. Ja, er callt ihn einen Schwein. Wir könnten potenziell was machen, ich glaube, Kaktus hat mich aber gesehen. Aber potenziell, sie ist nicht Level 6, das ist delicious. Ne? Ich hätte gerne, die Frage ist rechts oder links, wir gehen rechts. Einen halben Hahn hätte ich gerne. Einen halben Hahn zum Mitnehmen, bitte. Ne, den auch noch gleich. Auto jetzt. Der okay, kann immer euer Schicksal bestimmen. Oh, Bro. Und Bro. Ein halber Hahn zum Mitnehmen. Dankeschön. Danke auch an Linu. Linu. Jetzt haben wir zwei Linus. Oder ist es derselbe Linu? Der, die dasselbe Linu. Danke, Linu. Grazie. Er ist dann umbenannt wahrscheinlich, ne? Umgecallt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Leider haben den Dragon bekommen. Das war der Erddrache. Dachte, Ape heißt Vogel. Nee, 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 aber deswegen schaut ihr meinen Stream, damit ihr auch ein bisschen was lernt, ne? So, wir sind 2-0, was cool ist. Allerdings müssen wir gucken, dass wir den Kaktus nochmal töten. Er hat jetzt allerdings das Stundenglas ready, was räudig ist. Krieg ich den? Ja. Na, das ist natürlich... Wir können, also, Kaktus ist halt... er ist halt... Ohne Ult sowieso nicht, ne? Without Ult, no. No, 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 no. No, 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 no. Wir könnten natürlich auch Toplane so gucken, dass wir den ein bisschen enttilten, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe halt keine Ultimate, ne? Aber er geht hier Yolonese, Bolognese. Wäre unterwegs, eigentlich trifft er natürlich auch keine Skillshots. Wenn ich da jetzt rübergehe, passiert nichts. Weil ich keine Ult habe. Wusste ich doch! Mich fahrst du nicht! Haha! Niemals! Ich hab's extra so, ja? Ich bin extra noch, also meine Idee dahinter, extra noch ein bisschen zurückgegangen, um ihr natürlich mehr Möglichkeiten zu geben. Ja, hey, hier, lauf dahin. Und natürlich, um das W besser zu treffen, ne? Also, war beides, um das W besser zu treffen, ne? Du Schwein! Lol, wusstet ihr, dass bei Du Schwein, dass sich so ähnlich anhört wie Dusche? Also ein bisschen, so ähnlich. Du Schwein. Soll das eine Anmerkung sein, dass Schweine duschen soll, gehen sollten? Weiß ich nicht. Kannst du bitte aufhören, mich abzufacken? Danke. Wir gehen Botlane. Wieder. Again. Again, again. Leider ist alles gelb. Alles gelb. Es ist alles gelb. Da ist ein Wort. Wir können aber hier noch ein kleines Stückchen springen. Ja, schlecht. Den Kaktus, den würde ich gerne essen. Das Gute an Kaktus, an Kakteen sind, ich glaube, den kann ich umbringen sogar. Wir warten noch und jetzt kommt der Burst. Ha, leider! Leider, da dachte er so, oh, das könnte ja ganz schön knapp werden. Und dann explodiert der auf einmal. Das ist immer das Schönste. Oh, bitte jetzt ich nicht, das wäre echt scheiße gewesen. Ne, also dann denkst du, boah, ey, harter Trade, harter Trade. Und dann wirfst du deine Atombombe auf den Gegner. Und dann guckt der doof in die Röhre. Oh Mann, das ist aber schade. Was ist das hier für ein Fleck? Das ist der Fleck von Kartos. Das finde ich jetzt aber gänzlich. Gänzlich räudig. Lieblings-Townskin, also ich finde den hier schon insane. Ne? Der sieht wirklich geil aus. Also ich kann safe sagen, dass der Dragonblade Talon Chroma mein Lieblings. Also nicht zwingend welcher Chroma, aber ich glaube schon dieser hier. Der sieht wirklich gut aus. Der sieht einfach wirklich gut aus. Aber die weißen Pearlskins sind sowieso immer am besten. Die Frage ist, warum du ihn nicht vorher auf der Midlane gekillt hast. Ja, also ich wollte, ja, weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich andere Pläne. I had another planes. Wir können doch mal nach oben gehen. Eventuell, potenziell. Wir haben auch gleich eine Ulti. Das heißt, wir laufen einen richtig langen Weg, sodass wir gleich, okay. Wir könnten den Kaktus gleich töten nochmal. Wir pushen jetzt nochmal. Ich könnte so tun, als ob ich... Hat der hier Vision, ist die Frage.
Potenziell ja. Also nochmal will ich den aber nicht fighten, weil der ist doch tank, der ist schon sehr tanky, ne? Okay, jetzt geht's los. Hi, ich bin die Julia, ich bin 17 Jahre alt und ich esse gerne Chips. Ich suche momentan einen neuen Midchamp. Lux und Ari sind so toll. Ne, sind so die, die ich am meisten spiele. Ja, die typischen Frauenchamps, ne? Würde gerne was Neues probieren, am besten etwas mehr defensiv ist. Es sollte etwas auch was mit... Also ich wüsste, mir fällt sofort ein Champion ein, instant. Und zwar Morgana. Das klingt jetzt erstmal, hä, Tobi Morgana, ist das nicht ein Supporter? Ich habe Morgana in Season 3 oder 2 gemaint. Morgana ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Hat sie noch Ult? Ja, scheiße, sonst wäre sie jetzt tot gewesen. Morgana ist ungängbar auf der Lane, wegen dem Black Shield. Sie hat extremes Carry-Potenzial, sowohl im, du kannst mit Level 6 den Gegner töten, safe, sogar ab und zu früher, aber mit 6 spätestens, das ist unglaublich einfach. Du kannst im Late-Game Teamfights engagen, was auch unglaublich geil ist. Wir müssen jetzt erstmal den Boy hier abholen. Diese Stundenglas-Dinger verstehe ich halt nicht, ne? Warum? Warum verwastet man das? Warum? Warum? Also, ich würde, also wirklich Morgana, ich habe mir damals so ähnliche Fragen gestellt wie du. Ich möchte einen Champion, der im Early-Game-Potenzial hat, der im Late-Game-Potenzial ist, hat, der nicht gankbar ist. Also, weil ich hatte damals ein richtig krasses Problem, dass ich permanent gegankt worden bin und sterbe. Passiert mir immer noch ab und zu, aber nicht mehr ganz so krass. Ne, und Morgana ist gut, sie ist nice, sie ist GG. Wie gesagt, ich habe sie gemaint mal, in der Mitte. Der weiß, was er sagt. Wenn er Morgana sagt, dann main ich die jetzt. Also, ich habe auch sogar mal ein Carry-Spotlight über Morgana gemacht. Ich bin absolut überzeugt von Morgana. Also wirklich. Denke wegen Nuno in seiner Umgebung. Was? Das Ding ist, du musst halt, wichtig ist, dass du, viele denken so, ja, Morgana muss so Skillshots treffen. Das ist aber Quatsch. Muss man mit Morgana nur auf den Gegner zu flashen, neben ihn flashen möglichst, drückst Ultimate und läufst dann mit, bis er gestunt wird und dann machst du Q. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Begrenzt geil. Man könnte sagen, begrenzt geil. Wir könnten ihn eventuell töten, aber ich bräuchte halt die Ult. Die ist gleich erst da. Das ist insgesamt okay. Hier ist bestimmt noch Nuno. Du bist nicht Nuno. Könntest du mir bitte deinen Nuno-Schein geben? Danke. Hier. Heal. Hat sie keine Ult oder hat sie es nicht gesehen, weil ich so ein sneakiger Assassin-Main bin? Vielleicht. Naja, aber na, wichtig ist natürlich, jetzt kann sein, jetzt sagst du, Tobi hat mir gesagt, ich spiele Morgana, und du intest das erste Game. Das kann natürlich passieren. Das heißt ja nicht, dass Morgana schlecht ist, das heißt lediglich, dass du noch nicht gut genug mit Morgana bist. Ich meine, Morgana ist nicht extrem schwer, aber wenn man einen neuen Champion spielt, egal wer von euch und welchen Champion ihr spielt, könnt ihr nicht erwarten, dass ihr instant rasiert. Ja? Und dass es instant krass ist. Könnt ihr nicht erwarten. Weil wenn das so wäre, dann wäre der Champion ja so einfach, dann wäre es ja langweilig. Dann wäre es ja kacke. Dann könnte den Champion ja jeder spielen. Na? You know what I mean? Ich spiele halt fast immer Lux. Ich denke, Morgana passt da auch ganz gut rein. So. Dass ich mit ihr kaum carryen kann, auch wenn ich meistens eine gute KD habe. Ja, also Morgana hat halt den Vorteil, du kannst deine eigenen Mates auch davon abhalten zu inten, indem du zum Beispiel, wenn du schnell genug bist, wenn jemand engaged wird mit einem Ash Arrow oder einer Bard Ult oder was weiß ich, dann drückst du halt einfach aufs Black Shield und kannst deinen Mate dadurch beschützen. Das ist schon mal geil. Oder du bindest einen gegnerischen AD Carry, den du für 3 Sekunden gebindet hast im Late Game, dann ist das Game gewonnen. Na, der ist tot. Außer er ist natürlich 0-18. Dann also ist er auch tot, aber dann macht er natürlich nicht so viel. Aber in so ein 3-Sekunden-Bind. Ich muss zugeben, Morgana im Late Game ist möglicherweise nicht ganz so geil wie im Early Game oder Mid Game. Im Mid Game ist sie sehr, sehr stark. Late Game hat sie auch ihre Vorteile, aber hat, ja, so, mal so, mal so. Kann man die Bard und Black Shield mit Sicherheit. Das Ding ist alleine Morganas AP-Scalings, ne? Das Q hat 90%, das W hat irgendwas über 100% und die Ultimate hat 100%. Solche AP-Scalings sind insane, das sind wirklich insane. Also absolut insane. Also würde Orianna solche Scalings haben, würde sie 100-mal genervt werden. Die wäre OP und broken. OP und broken, möchte ich sagen. Sie holt es ein bisschen random, aber okay.
Also man redet schon von 80% AP-Scan ist schon stark. 80. Ja. Na, sie hat 90 und zweimal über 100. Oder 100. Ja, aber gut. Aber selber könnte ich nicht mit vier anderen ein Teamgame ohne TS spielen. Hey, meinst du jetzt mir oder was? Weil das sind ja keine, das sind ja random Solo-Queue. Du spielst ja im Solo-Queue nie mit vier anderen, oder? Im TS. Oh, ich habe schon wieder die Wand rot gemacht. Bin ich ein Trottel? Ich bin eine Traudel. Eine Traudel. Hier geht's los. Leider ist Varus, der Grieche, etwas deep. Etwas deep. Der war etwas deep. Etwas deep. Ich habe halt gerade... Alter. Kacke Malacke, den krieg ich halt nicht tot, weil der einfach Nuno ist und Tanky des Todes. Ich glaube, den. Nee, der kann's knicken. Also ohne Ignite nicht und ohne Ult. Ich brauche Black Cleaver, um den wegzukleven. Wie willst du den Mundkreis Morgana Skin? Ich habe am liebsten den Wurzel Morgana Skin gespielt. Blackthorn oder wie der heißt. Blackthorn heißt er, glaube ich. Wieso sollte die dann im Late Game nicht so gut sein? Also, Morgana im Late Game mache ich so ein bisschen zwei Sachen. Zum einen, das Problem, was sie hat, so ein bisschen finde ich, also viele Late Game Mages sind so wie Xerath. Die stehen hinten und ballern und ballern und ballern und machen richtig viel Schaden. Morgana ist meistens so, sie flasht rein, macht Ultimate auf fünf Leute, Stundenglas, ist auch cool und kann das Game gewinnen. Kann. Aber sie kommt dann mal, entweder ihr gewinnt das dann oder ihr kommt, sie kommt danach nicht mehr raus. Also sie ist tot. Du wirst reingehen und sterben. Falls die Leute im Stundenglas nicht sterben. Ja, oder durch die Ult. Das ist dann so ein bisschen das Problem. Und deswegen habe ich Morgana teilweise mal so gespielt, dass ich gar keinen Stundenglas gebaut habe. Und habe Rabadons gerusht. Morellos, Rabadon, Full AP. Wie so ein Caster einfach von hinten die ganze Zeit die Qs da rein. Das war auch cool und hat auch geklappt. Aber... ist natürlich spielweisenbedingt. Guten Tag. Einmal bitte die Madness Card. Immer dahinter, ja. Ich meine, sie hat kein Dings mehr und kein Donk. Also, sie hat aber ein Stundenglas. Ne, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Wir müssen halt jetzt länger was machen. Ich meine, ich bin 7-0, aber irgendwie, wenn ich 7-0 bin, haben die anderen nicht so viel. Das stimmt. Leider nicht. Aber der Kaktus, den würde ich mir gönnen. Na, Kaktus am Morgen. Also, mit Sicherheit sind in den Kakteen auch gute Vitamine drin, oder? Also, hätte ich jetzt safe gesagt. Hätte ich safe gesagt. Das ist dasselbe Problem wie Morgana und Lissandra übrigens auch im Late, finde ich. Ja, Lissandra geht rein, ultet und dann stirbt einer oder sie ist tot. Beziehungsweise macht sie auch einfach nicht genug Schaden dann. Leute? Leute? Wir müssen, ich muss gucken, dass wir irgendwie... Ja, okay, ja, okay, da bin ich dabei. Ich bin dabei, wir sind dabei, wir sind dabei. Und du wirst jetzt erstmal sterben. Da ist noch Nuno. Boah, ich, ey, allein der Anblick von Nuno, das ist purer Tilt, ne? Purer Tilt. Ist der denn noch? Ne? Frage ist... der ist mit Sicherheit hier drin. Verpiss dich, lassen Sie! Gehen Sie weg! Okay, war nicht so gemeint, geh weg. Ich wollte ihm nur die Zeit geben, bis er den Red Buff macht, ohne dass er ihn wegsnackt. So, let's go back. Wir holen uns jetzt Draktable, dann gehen wir Black Cleaver, damit wir auch mal ein bisschen Schaden an fucking Nuno. Eigentlich brauchen wir nicht zwingend Black Cleaver, aber. So, Draktable ist ready. Kaktusfrüchte sind lecker. Das ist schön. Das ist schön. Morgana kann es überleben, wenn die eigene Taktik die Flamingo-Technik anwendet. Die Flamingo-Technik, ja. Wie kann man nur so negativ wie der Shishugat sein? Trolling, GG, well played und irgendwas, was der die ganze Zeit schreibt, das gibt's doch nicht. Ist es Gaming? Ich glaube, ich bin gerade. Ja. Aber ich glaube. Oh, ich lebe. Mama mia, hier. Oh, ich direkt in die Nässe. Ich lebe immer noch. Oh, oh. Da dachte ich. Na. Okay, jetzt habe ich auch geintet. Was heißt geintet? Das ist mein erster Tod. Ne? Mein Team ist schon 10 Mal gestorben. Hier, 4. Er pinkt hier wieder. Er. Ja, ne, wie kann man denn immer so toxisch sein und zugleich so schlecht? Der Einzige, der so ein bisschen toxisch sein dürfte, eigentlich darf das niemand, wäre ich. Weil, also ich hätte so, das, also so könnte man es erklären, das Recht dazu so ein bisschen, weil ich halt das Game so ein bisschen versuche, krass zu gewinnen und mein Team, beziehungsweise Shugart sagt, nee, ich bin groß,
Ich habe keine Nougat-Bits mehr. Aber es war dumm. Vielleicht auch, weil ich mich gerade aufgeregt habe. Aber wir fokussieren uns jetzt, ja? Wie können wir das Game gewinnen? Grundsätzlich, Kaktus wird irgendwann sauschwer stark werden. Xayah ist noch solide dabei. Das ist unser Ziel. Solide. Xayah. Xayah müssen wir fokussen. Na, die ist ein bisschen kacke mit ihrer Ult, aber das geht. Das geht. Also Xayah ist unser Ziel. Türme. 1, 2, 3. Und Baron Dragon. Dragon wäre das erste Ziel. Das wäre am einfachsten. Wir pushen noch einmal hier oben durch, damit wir ein bisschen Raum haben. Erstmal den Dragon. Ja, das ist... Da kann man fighten, ohne dass Türme da sind. Das ist immer gut. Ja. We could have taken Nash. Ja, we could have making so much of Grandos Philos. So, da geht auf jeden Fall schon die Party. Wir versuchen von hinten daran zu gehen. Deswegen laufen wir auch direkt hier oben rum. Man kann natürlich sein, dass uns jemand über den Weg läuft, aber... Also, was zum Beispiel, wo ist denn Xayah? Wo ist sie? Da hinten. Okay. Ich bin ein bisschen deep, tatsächlich. Aber hier geht auch leider nicht so viel. Das, ja. Ja. Weiß ich nicht. Lieber, wie sieht's aus? 1 zu 1 ist okay, allerdings werden wir den Dragon halt verlieren. Sehr wahrscheinlich. Leider haben die nicht ganz so lange ausgehalten, wie ich dachte. Die Xayah sind noch sehr deep da drin. Ich kam da nicht wirklich ran. Ich weiß nicht, ob das klug ist, hier zu fighten. Ich habe nichts. Ich kann ja auch echt wenig machen. Also begrenzt. Also wenig begrenzt. Also, ja, eigentlich ist gerade okay. Also, ja, jetzt werde ich sterben. Die kriegen halt trotzdem Dragon. Wir brauchen auf jeden Fall Black Cleaver jetzt. Den möchte ich mir gönnen. Und ein Dings wäre auch vielleicht cool, nennen hier diesen GA. GA wäre vielleicht auch noch cool. Alter, der Fight geht einfach schon seit 3 Minuten. Vielleicht nur 3 Minuten 30. Oder so. Ja, ist aber okay. Gut, da kann man auch gerne mal einen guten Drop droppen. Ne? Kann man gerne machen. Kann man gerne mal droppen. Menschen reflektieren ihre Fehler auf andere Menschen. Ja, das stimmt. Selbst, das Ding ist ja, man muss es mal so sagen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich hier einen Fehler gemacht habe, ne? Sehen wir ein. Könnte man mich auch darauf ansprechen, ne? Ich habe hier gegreedet und einen Fehler gemacht. Aber! Die Leute können, die ist ja nicht so, dass der Sugar fehlerfrei ist, ne? Der könnte sich auch auf seine Fehler fokussieren. Sich auf seine Fehler konzentrieren, ne? Aber nee. Ich gehe, glaube ich, hier lieber ein bisschen Stress machen. Nee, doch nicht. Ich will nicht enden. Ich will nicht enden. So, jetzt sollten wir gucken, dass wir Türme machen. Türme. Oh, lecker Geld, Geldblades. Lecker Geldblades. Du musst Polizei-Alon werden, ja. Was ist Ace? Ich glaube, potenziell könnte ich den sogar bis... wobei, ich könnte ihn potenziell töten. Problem ist, bis er tot ist... Erstmal macht er sau viel On-Damage. Ja, nice try, Bro. Nice try. Allerdings kommt da jemand von unten, habe ich gerade gesehen. Later. Zack. Jetzt mit Black Cleaver wird es noch einfacher, Leute. Er wird explodieren. Dem ziehe ich das Fell über seine Ohren, unter die Unterhose und dann wieder über die Ohren. Brauche aber noch ein bisschen Geld eben, please. Ich konnte nicht einschätzen, wie viel Schaden seine Ult macht, aber... So. Wir kaufen, mir fehlt gleich 50er. Ne, passt sogar. Cool. So, Black Cleaver ist da, ne? So. Wie sieht's aus? Das ist schon mal nicht schlecht. Der in ihm steht leider noch, was wiederum nicht so geil ist. Wir müssen auf jeden Fall immer uns beiseite positionieren. Hier ist der Fight, wir sind hier. Ne? Warten auf den richtigen Moment. Der ist nicht da. Sollten wir, also ich, was ich jetzt, also, ja. Ich hoffe, die macht das eben kaputt, dann würde ich nämlich, ja, okay, ich geh mal rüber, nicht, dass hier gleich was in die Trousers geht. Nur eben hier. Was ich machen wollte, ist Botlane pushen. Wäre auch cool gewesen, aber ich weiß, dass hier gleich irgendwas passiert. Und wenn Sachen passieren, ist es nicht gut. Meistens. Manchmal vielleicht schon. Kaktus ist halt ein Opfer. 2-9. 1-9 war gerade. Einfach nur ein Kakteen-Opfer. Gibt es Opfer unter den Kakteen? Also gibt es so einen richtigen Opfer-Kaktus?
der einfach nur so von anderen Kakteen gemobbt wird oder so. Ich muss immer für Xayah gehen. Scheiß auf. Autsch. Boah, nicht der schon wieder. Der ist halt auch nur nervig gerade. Ich müsste aber, falls wir das Game gewinnen, ganz gute LP bekommen, weil ich ja ein paar gedodged bin. Ne? Schauen wir mal. Blades, Geldsauger Blades. So, gehen wir mal. Frage ist, was kaufen wir uns jetzt? Sollen wir uns überhaupt schon was kaufen? Wir könnten, ja doch, ich glaube, wir verkaufen, also ich verkaufe die Flasche nicht gerne, aber ich glaube, jetzt macht es Sinn. Ich hoffe, wir kommen aber rechtzeitig zum Team. Vielleicht kann man ja hier noch was rauskapitalisieren. Na? Na? Gebaitet, Leute. Gebaitet. Fucking baited. Die wird gesnackt. Snack Blade, Angriff. Nice. Ich hätte ja gerne einmal zwei halbe Haaren. Und ein Dresch. Wobei, bei dem Dresch bin ich mir nicht ganz so sicher. Der ist nämlich... Ja, okay, passt. Einmal zwei halbe Haar. So. Ja, ich denke, GA wäre eine ganz coole Anschaffung, falls es überhaupt noch so weit geht. Bisher war es ein cooles Game. Ja, ich muss einfach... Meine Talon-Games sind meistens einfach echt gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so im Jungle da abkrake, wenn ich einfach Talon spammen könnte, aber... Was ist der Hashtag T, erste T, deine Meinung? Also, es ist sauschwer. Ich habe zwei erste Plätze. Die spanische Orange und der mediterrane Pfirsich. Aber ich glaube, die spanische Orange ist sogar noch vor dem mediterranen Pfirsich. Es ist beides extrem lecker, aber sehr, sehr schwer. Kann ich hier jemanden umbringen? Ja, nein, vielleicht. Ja, okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Du bist jetzt dabei zu explodieren. Die ist explodiert. Okay, das passt. Das passt. GG, was leicht. Ja, grazie. Grazie, grazie, grazie. Cool. Ja, guck mal, warum muss man immer so weinen? Warum, Shogat? Warum? Warum you have to whine? Einmal bitte Käse zum Weinen. Zwei halbe Haaren zum Mitnehmen oder to go? Zum Mitnehmen, aber hier essen bitte. To go zum hier essen. Warum nicht dein Longsword für ein GR verkauft? Regel Nummer 43. Ein Mann verkauft niemals sein Longsword. Merkt ihr das? Danke an Tifex. Tifex. Grazie. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Grazie, grazie, grandos. So, gucken wir mal schnell, was wir bekommen haben. Hoffentlich Elo. Ich hätte vielleicht Javan honoren können, aber ich habe mit der Sora gespielt, deswegen. 25, absolut in Ordnung. Und ich habe nicht mal einen Honor bekommen anscheinend. Ja, geht. Aber okay. War eine nette Runde. Kann man nichts sagen.